Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Thief. Ja, in dem Part gehen wir in so ein Kapitel, nämlich zu allen Gießerei. Staub zu Staub heißt Kapitel. Und ja, wir möchten jetzt beginnen. Das ist mir die Stadt, die ich kenne. Ich erinnere mich an den Unfall auf Nordkostmänner, das wäre das gestern gewesen. Das Ritual, der Diebstahl, der Kralle, Endsturz, ihr Tod. Das werde ich nicht vergessen. Denn nun hängt Krankheit in der Luft und auf den Straßen herrscht der Tod. Dieser Ort war nie ein Rosengarten, aber so schlimm wie jetzt war es noch nie. Alles hat sich verändert. Und nicht zum Besseren. Meine Herren, wir haben den ganzen Tag Leichen geschleppt. Wir würden gern fertig werden. Hast du diese faule Kanalratte gehört? Seid froh, dass ihr den Karren zieht und nicht selbst draufliegt. Von Karren habe ich genug. Ich finde einen anderen Weg. Ich hoffe, ich suche zu dieser Reise sein nächstes Ziel. Wir können jetzt natürlich direkt da lang, aber ich bin für ein wenig auffälligen Weg. Nehme ich hier runter. Und dann hier hoch. Und durch unseren neuen Schrauber, den wir gekauft haben, kommen wir easy durch. Ich werde krank. Das spüre ich. Das nennen die Arbeit? Sieh zu, dass der Köter nicht kläfft und weckt mich nach der Schicht, verstanden? Wie kannst du an so einem Ort schlafen? Und der General ist auch hier. Knirscht mit den Zähnen und seinem verdammten Bein. Sieh zu und lerne. Ich denke, wenn ich alle Beutestücke haben würde, müsste ich auch da hoch, glaube ich. Also, es gibt auf jeden Fall Beute. Geht's dann schon weiter? Irgendwas stimmt nicht. Mir knurrt der Magen. Am liebsten würde ich da jetzt nicht lang. Ja, komm, lass das. Ich bin gerade schon keine 100%. Wenn der so Bollstück war, dann ist es halt so. Hier hoch. Drücke gegen Mond zu konsumieren, einen Teil der Fokusenergie zu regenerieren. Mein Taschenporträt im Staub. Hier da drüben, die Leiter, die leuchtet. Ja.
General will, dass wir alles vor der letzten Glocke durchsehen. Sieh dir das an. Ein Adeliger zwischen dem Abschaum. Was wäre wohl dabei? Nicht hier draußen, Spatzen. Wir haben ihn ganz vorsichtig gefahren. Ihr behandelt ihn doch mit Respekt. Respekt, klar. Also da hinten kann man irgendwie hoch. Scheinbar kommen wir jetzt nicht mehr zurück. Ja, okay. Da wäre, glaube ich, ein Rollstuhl drin gewesen. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier runterkomme. Was soll's? Zu finden. Aber Puppen? Die Gießereibüros sind jetzt. Okay, das ist eine Tour. Das war's aber auch schon wieder. Immer eine Ebene nach oben. Ich glaube, ich kann da liegen lassen, aber trotzdem. So. Sieht's ja aus wie in einem Schlachthaus. Der arme alte Cornelius ist wohl schon auf dem Band. Ich muss wohl am Fließband arbeiten, um Cornelius zu finden. Hack dir das Fließband ein, das ist Ziel. Auf jedem Kadaver, sag ich dir. Und die fliegen. Ach ja? Uns haben sie gesagt, wir sollen sie auf offener Straße verbrennen. Aber als dabei das Haus des Kerzenziehers in Rauch aufging, tja, da mussten sie es verbieten. Armer, alter Blomor. Wenn ihr beiden fürs Dummschwätzen bezahlt würdet, wärt ihr stinkreich. Haltet die Klappe, ja? Mein Biergeld geht schon wieder für Arzneienflöten. Ich schwöre. Wo kommt er denn genau in dem Moment da raus, wenn. Tschüss, Jungs. Macht's gut. Natürlich kann man in dem Moment.
in meine Richtung, wo ich rausgegangen bin, ne? Weil das ist so typisch mein Glück. Aber ich will eigentlich schon gerade jemanden töten, deswegen laufe ich so fast dann weg, ne? Statt zu kämpfen. Von der Garrett hier nimmt halt kein Schwert hat wie den alten. Ob die jetzt hier hochkommen, damit suchen oder ob das denn egal ist. Ich sie überhaupt nicht interessiert. Ich soll aber weitermachen. Das ist gut, das ist der Bogenschütze. Man könnte einen schönen falschen Kopf hier jagen, wobei da ein Helm. Ich werde krank, das spüre ich. Okay, dann hätten wir. Ach, da oben leuchtet was, wie hieß das denn? Ist viel zu hell. Fällt mir nicht. Wohl in den Eintopf werfen. Mach schnell, Garrett, komm. Sehr gut. Ja, wo man mal entdeckt, leider. Wollte ich eigentlich vermeiden. Wenn ich jemanden töten musste, passt das schon. Ich wünschte, hier gibt's eine Eintopfküche. Die könnten wir uns einhaken, das mach schon nicht. Im Grund, weil wir hier, glaube ich, zu Bogenschützen nach oben kommen. Ich den Bereich gerne aufräumen würde. Also auch all Loot. Würde ich ihn nicht töten. Das könnte ich, wenn ich, wenn es mir egal wäre, hätte ich den Schützen noch einmal schießen können. Mit dem Breitfoot-Pfeil, da würde ich ihm gesagt, ich will ihn höchstens niederschlagen und ihn nicht töten. Ach nee, jetzt sind wir hier unten. Hätten wir hochklettern müssen. Aber von hier könnten wir den. Ich komme auch irgendwo zu dem Typ hoch. Hier eigentlich was. Tatsache. Das können wir auch zerstören hier. Aber es ist halt total laut. Man weiß nicht, da ist nicht immer was dran. Hier komme ich hoch zum Bogenschützen. Hier kann ich mich ranhängen, klar, aber. Das ist nicht mein Ziel, erstmal hier lang. Was das hier für ein Zettel ist. Glasscherben. Ich will keine Beschwerden mehr über Glasscherben auf dem Boden einiger Bereiche hören. Stiefelleder ist teuer, also geht außen herum und macht das sauber. Okay, in der baronischen Wache wird verdammt kurz ausfallen, wenn nicht einmal in der Lage seid zu schauen, wohin tretet. Für Uniform, einschließlich der Stiefel, seid ihr selbst verantwortlich. Und ihr könnt sicher sein, dass ein Dutzend Männer darauf wartet, eure Stelle einzunehmen. Hauptmann Shave. Dieser
dieser Stadt ist nicht nur das Trockenfleisch trocken. Alter. Oh, hast mich gerade geschickt. Soundbug war das, glaube ich. Ich dachte das nicht, dass es so laut ist. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Bestimmt von hier oben hier schlagen kann. Ja. Ciao. Leichentransport. Setz es lieber effektiv ein. Die Leichen müssen vor dem Einsteigen sich an den Haken hängen. Besten geht das durch die Gippen. Dürfte ich Zwiebeln nicht sein. Der nächste Tollpatsch, den meine Leiche runterfällt, kriege ich selber einen Haken. Rex. Oh, nun müsste ich das sagen. So, jetzt kann ich mich noch ein bisschen näher umgucken, wenn es alles weg ist. Nicht durch, hier ist der Ausgang quasi. Da oben war aber, auf den Balken könnte noch was liegen. Und da haben wir ja vorhin was glitzern sehen. Oh, Garrett, was machst du denn? Was glitzert. Da oben. Geil, schaut die wieder runter. Am anderen Hof. So. Seht ihr, dass wieder da hängen bleibt? Na egal. Ja, halt hier hoch. Geht schnell. Oh, ein Becher, okay. Okay, man ist ja nicht mehr, dann hätten wir den Bereich geklärt. Genau, hier unten ist ja nur die Tür und sonst war hier nichts mehr. In die Ecke nochmal gucken. Da kam wer her. Okay, wir sind jetzt gut. Dann können wir uns anhängen, würde ich mal sagen. Ich muss noch kurz einen kleinen Cut machen, wir sind jetzt gleich wieder. Weiter geht's, wir hängen uns ein. Zack. Los geht die Fahrt. Kann ein Gebäude auch zweimal verlassen werden? Die Wache wäre jedenfalls ein guter Grund, es zu tun. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Ja, wie bei der Hirschjagd auf dem Anwesen. Und Endstation. Ich bin lieber ein bewegliches Ziel. Wie geht's in den Fertigungsbereich? Ich bin ein besserer Schütze als der alte Duke. Die schießt ja fein in die Leichen. Die Wache ist echt so ehrenlos, ist krass. Okay, das sind die angesprochenen Glasscherben. Die halt ultra laut sind. Wenn wir drüber laufen, rafft der sofort was da oben. Ein Volltreffer! So bin ich! Einer meiner Zähne wackelt.
verhungere. Okay. Was kommt als nächstes? Ich bin ein besserer Schütze als der alte Duke. Hey, was ist das? Hä? Vielleicht abschießt. Sound. Okay, hier ist zwar nichts, aber ich wollte ihn jetzt trotzdem ausschalten. Pausenblitzchen. Glückwunsch, Bermi, du hast Leichen gekriegt. Das ist keine üble Aufgabe, bevor man einen starken Magen hat. Falls du mal eine Pause brauchst, die Jungs nicht haben, dann ein gutes Bestchen über den Fällungsbereich. Nur dort wird der Alte dein Schönerstellchen nicht stören. Das sind die Regeln. Nicht darüber reden. Mein Spruch ist nicht für dich allein. Nicht die Pfeife auf den Boden ausklopfen. Wenn du wichtig ist, keinen Namen. Über dem Fertigungsbereich. Was ist denn über dem Fertigungsbereich? Wahrscheinlich nicht hier. Okay. Müssen wir auf jeden Fall durch. Ja, ist gut, Garage wollte eigentlich lacken. Danke. Zack. Und tada. Und auf. Okay, oben liegt ein Teleskop. Ich verstecke schon von so. Das gefällt mir nicht auf einmal unbedingt der Klarschelm. Soll ich irgendeinen Grund haben? Levierungsnotiz. Achte, die Levierung der Eisenhütte in der Whale Street steht unmittelbar davor. Die Anlage muss von heute an in zwei Wochen bereit sein, die Toten der Stadt zu verwerten. Vor allem das Material aus früheren Projekten von Baron Northcrest ist zu achten. Jeder Bereich, der nicht auf die Verwertung und Entsorgung von Leichen umgestellt werden kann, muss als unzugänglich betrachtet werden. Der Diebesfänger-General wird diese Aktion persönlich überwachen. Ich muss niemanden darauf hinweisen, dass Verzögerungen nicht hinnehmbar sind. Hauptmann Schafe. Muss ich aber mal ausmachen. Tja, hier scheint ein leerer Gang zu sein. Nur der Mann. Im Schlachthof hatte ich es besser. Hier Gott. Warte mal, seht ihr das da unten? Berge von Leichen am Tag. Und die echten Hustlichtasche. Ich muss mal was gucken. Ah, das habe ich mich gar nicht
bemerkt. Machen wir das mal auf. Jetzt sind wir unter der Treppe. Ich denke mal, hier ist es besser. Die zu können, eine ganze Menge Zeug. Schimpfpfeil und Breitungpfeil, das ist sehr schön. Wenn wir den Schaum sehen nicht, dann würden wir das nicht alles zünden. Deswegen sollte man den auf jeden Fall ein bisschen noch kaufen. Sehnt mich, tut mir aber gleichzeitig doch ein bisschen, wo der andere Weg langgeführt hat, aber der in den Wachen landen. Ich sollte vielleicht auch mal irgendwann mal haben hier in dem Spiel schnell speichern, weil im Notfall, wie gesagt, ich versuche niemanden zu töten, im Notfall würde ich dann auch mal schnell laden. Weil ich damit nur mal wissen muss, wie da die Tastenbelegung aussieht. Im Schau können wir ausweichen, das ist auch nicht. F5 und F9. Okay, das ist keine meiner Aufnahmetasten, schon mal sehr gut. Der 5. Mach ab und zu mal. Oben links das Symbol. Ein V ausweichen. Okay. Yeah. Gut. Okay, da war noch mal schon eine Falle. Okay, da sind Ambusschütze. Das ist quasi der Zugang, den wir unten gerade vorbeigelaufen sind. Bogenschütze und noch so ein komischer Beamter. Alter, der hat mich erschreckt. Bitte sehe ihn nicht. Diese verdammte Stadt. Wisst ihr, warum wir hier lang kamen? Wisst ihr das? Das ist ein Trigger gewesen. Sowas hasse ich ja, ne? Das war schon in alten Viehschein ab und zu mal so. Also wenn du eine bestimmte Tür geöffnet hast, dass dann die Wachen ihren Patrouillenweg geändert haben. Oder wenn du eine andere Wache hier schlägst, dass der andere dann automatisch da langläuft. Weil guck, der wollte jetzt, mit dem Patrouillenweg wäre jetzt hier rein gewesen. Dass ich ihn auch gestoppt habe. Und auch rechtzeitig vor Hilfe gerufen hat, weil er hätte jetzt gerade Hilfe gerufen, weil er den Typ K.O. gesehen hat. Okay, hier gibt es ein ziemlich fieses Versteck, wie ich finde. Das war hier oben. Das könnten wir die dort noch auflauern. Wenn ihr diese Döde hört übrigens, das ist ein versteckter Bereich, den wir gefunden haben. Ein schönes Stück. Wir haben eine Gänseblümchenbrosche gefunden. Ja. Wie viele Wachen hier noch rumlaufen, das ist das Problem.
So. Kurz mal hier rein. Moment warten, vielleicht kommt ja einer vorbei. Aha, jetzt sind wir hier. Hier, da hinten ist der Gang. Das ist der Gang, wo wir, wo ich das Ganze mal gesehen habe. Was ist das da oben? Kommt man da hin? Beute. Hier hoch. Fies. Zack. Auch noch Zeug. Aber nee, das ist nicht der, wo man da rauskommt. Ich will das finden. Mit so wenig gehen. Die nächste Tür. Okay. Hier geht's runter. Dann schauen wir da erstmal durch das Loch. Wie halten. Mal hier rein. Vielleicht würde ich das ja in den Raum gesehen haben. Ja, tut's auch. Oh Gott, da sitzt was. Oder jemand. Jemand war hier drin. Vor kurzem. Und er hatte leichtere Stiefel als die Wachen. Okay. Nicht so dumm. Boah. Okay, da ist ein Tresor, krass. Und hier ist eine 3. Aus den Rücken. Also ist die erste auf jeden Fall eine 3. Jetzt läuft der Brief. Ein Clockwise. Die Zeit wird knapp und ich muss verschwinden. Hoffentlich erreicht dieser Brief. Ich habe es unglaublich im Tresor der Werkstatt verstaut. Dass meine Theorien korrekt sind, habe ich meinem Freund vielleicht endlich etwas zu nachdenken gegeben. Und zwar buchstäblich. Du musst es sicher verwahren. Ich kann das Risiko nicht eingehen, die Tresorkombination hier zu schreiben. Wenn mir etwas zustößt, solltest du dir die älteren Prototypen ansehen. Vergangene Fehlstellen können trotzdem noch von Nutzen sein. Nee, sag bloß, ich hätte noch mehr von diesen Teilen von dem finden müssen. Na, guck mal. 1 ist die zweite Zahl. Okay, 2 Zahlen haben wir. Wir könnten die Titel jetzt aber durchprobieren. Wo komme ich schon hier hin? Ah, und dann kommen wir hier raus, okay. Gut. Ja komm, 3 Einsen sind die Zahl, müssen wir ausbilden. Keine Ahnung, vielleicht ist der hier drin versteckt. Ja, es war die 4. Okay. Dachte ich, er wird nicht mal sowas.
Seele des Automaten. Okay, dann haben wir hier alles. Wahrscheinlich ist die Detail auch irgendwo noch gewesen, aber ich habe es doch mal durchprobiert. Weil es ging so ab 17. Die anderen haben wir ja selber rausgefunden. Dann bin ich wieder hier. Moment, da liegt eine Schere. Was das war. Da pennt irgendwo jemand. Zeigt mir eine geschlossene Tür und ich mache sie auf. Dieser Mechanismus ist mir allerdings neu. Jetzt wäre ein Schlüssel gut. Okay, den nicht. Mein Schlüsselmaschinenraum. Da umleuchten immer noch Sachen. Tut es verboten. Und ab das Eindringen jenseits des Punktes wird bestraft, ohne Ausnahme. Bei Zweifel den Offizier der Verordnung aussuchen. Auf den Befehl des Siebesherrn Generals. Das ist ein Grund, warum er das abgeschlossen hat. The Watch needs you. Clean up the streets and protect the honest citizens. Honest citizens. Glaub ich. Okay, hier ist noch ein Flachmann. Ob ich da hoch kann. Warte mal, von dem Regal aus könnte ich es mal probieren. Nee, scheinbar nicht. Okay, ich befürchte, in der Tür sind die beiden, die wir vorhin von der anderen Seite gesehen haben. Die aus dem Duschenschacht kamen. Okay, ich mach mal kurz einen Quick-Save. Machen wir noch in dem Part. Egal, wie lange es noch geht. Ich will die erledigt wissen. Ja, da oben liegt der Typ, den ich vorhin gemeint habe. Ich will die beide easy wegsnipen. Wollen wir nicht. Einer der Beamten des Barons. Vielleicht hat er ja was bei sich. Da steht auch noch eine. Ich muss die Männer unbedingt daran erinnern, dass Armbrustbolzen Geld kosten. Hm? Hat sich da gerade was bewegt? Habt ihr etwas gesehen oder nehmt ihr mich auf den Arm? Gut zu hören, gutes Gefühl. Wir sind nicht kümmern, dass es dicht aus ist.
Mach doch nicht wieder an. Es wird schwer. Sind zu dritt. Der Rand ist da oben. Licht ist jetzt überall aus, aber ich will niemanden schießen. Ich könnte auch aber schnell wegschießen, den Armbrustbolzen, Armbrustschützen. Dann sind die Wachen hier schlagen, dann mich um den Typ da oben kümmern. Geht relativ schnell, aber muss halt einer von denen sterben. Das will ich eigentlich nicht. Ich meine, die meisten Wachen haben schon was zum Stecken, am Stecken, aber so lange nicht so schuldig wie manch andere. Der Beamte, das wäre mir egal, aber wie gesagt, ich versuche niemanden zu killen. Das ist mein Ziel. Wenn der Bogenschütze nicht ganz als dumm gucken würde, könnte ich den easy weghauen. Ausblutungen aus Hals und Handgelenken. Das ist die Tür, die wir vorhin gesehen haben. Ein besseres Bild. Jo, das war nix. Ich wollte den Genie schlagen, weil der Bogenschütze oben gerade woanders hingeht, aber das wird nix. Komm ich halt zeitig zu ihm. Ich weiß, ich könnte weiter, Leute, aber ich will halt. Muss der denn gerade jetzt da wieder in die Richtung gucken? Ich hätte ihn schnell wegkommen können. Keine gerafft. Es ist viel zu dunkel, dass der Typ da unten was sieht und. Ich laufe immer so schön synchron, dass ich kein Bein wegbekomme und das einfach mir was das merkt. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Nee, 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 das merken die, wenn ich ihn hier schlag. Ah, Mist. Da unten ist es in dem Moment halt genau hell, ne? Das könnte ich ja hier so abschlagen runter. Könnte ich auch versuchen, jetzt einfach zu klauen. Oder ich lenke es ab in ein Wurfobjekt, nur mit dann den einzelnen. Keine Idee, ich habe eh gespeichert. Ja, diese Fabrik ist ein Sarg aus Metall. Man hätte sie begraben sollen. Halt! Der wäre jetzt kurz gegangen. Aber sobald ich werfe, gucken sie halt alle in die Richtung. Das ist halt. Ich werde krank. Das spüre ich. Noch einer mit Zeichen von Opiatmissbrauch. Ob
Der mich nicht merkt, ich sag nicht mehr ihm. Warum kann man den nicht schlagen? Ich wäre in der Ebene nicht, ich könnte auch einfach R drücken. Aber das überlebt er. Also echt, er wird nicht mit K.O. geschlagen, wenn ich ihn nicht mit Q krieg. Würgemale am Hals. Eine dilettantische Hinrichtung. Nicht wunderbar. Wenn sie den Fall ziehen, merkt er uns auch eher. Wir schnappen jeden Dieb in der Stadt. Knüpfen sie alle in einer Reihe auf. Ja. Ich müsste dem, glaube ich, einen auf den Kopf geben. Weil ich nämlich Kurt nicht erschlagen kann. Können doch aber lassen. Ich habe viel zu viel Zeit mit den Verschwinden. Aber ich weiß ja nicht, wie gesagt, da oben könnte was sein. Aber theoretisch bin ich jetzt komplett im Dunkeln. Da kriege ich es auch hin, alles einfach leer zu looten, mir zu gehen, ohne dass sie irgendwie die ganze Nerv. Wie sie auch herkommen können. Ich muss schlafen. Würgemale am Hals. Verstümmelung von Augen, Ohren und so weiter. Mein Nacken schmerzt. Ernsthaft? Ob das der dich sieht? Ob es der dich runtergefahren hat, so wie es wollte? Ich brauch was zu trinken. Na, ja, after gar nicht, dass der Beamte weg ist, ne? Aber ich bin geistert, das ist zu dunkel. Ich sieht es nicht. Okay, ich mal Glück saven. Hab ich gut gemacht. Rafft nix. Den könnte ich sogar am Leben lassen. Eine Strafe würde er genug bekommen. Hey! Wenn ich dich finde, wirst du dir wünschen, du wärst woanders. So wurde ich zwar entdeckt quasi, aber ist mir jetzt egal. Eigentlich habe ich auch nicht gerecht, dass da was runterfällt. Aber damit wäre er wenigstens weg. Gut, ich habe alle Trainier geschlagen, ohne groß, also untersetzt. Er hat nicht so, also gelb, Papa ist, hat einen Verdacht. Ne? Nur mit Rot bin ich quasi aufgedeckt. Also auch wenn die dann gegen mich kämpfen wollen. Na gut, ich habe beide alle, ich habe die ersten beiden relativ gut weggeholt, finde ich, jetzt am Ende doch. Und jetzt kann ich den in Ruhe alles mitnehmen, wenigstens, auch wenn es vielleicht hier nicht viel gibt, aber wenigstens kann ich mich jetzt in Ruhe umgucken. Totenliste. Totenliste 412, 2188, ausgeschossene Augen, ein Ohr abgerissen, Todesursache, Schwermut. 2189, Quetschung am Hals, gebrochene Wirbel, Todesursache, Hängen, Schwermut. 2190, Schädelbruch, Armbrustbolzen, Dobbs, Todesursache Mord. 2191, Schnitt. 2191, Schnitt am Handgelenk, schwerer Blutverlust, Todesursache Schwermut.
Mit dem hätten wir jetzt auch einen Schlüssel übrigens bekommen. Okay, dann werden wir hier fertig. Können wir uns da unten nochmal schnell umgucken, ob da noch irgendwas ist. Manchmal ist da auch was drin, deswegen. Nee, keine Wache mehr da ist, kann ich die schon mal kaputt machen. Oh, hier ist das Fenster, wo wir gesehen haben. Und zur Orientierung für euch nochmal. Hier wären wir dann durchgekommen, wenn ich hier weitergegangen wäre. Okay, gut, hätten wir das. Und dann würde ich sagen, wir machen am nächsten Part weiter an der Tür. Womit es jetzt immer Schloss gebraucht hat. Was wir jetzt entweder von den Baron bekommen hätten, oder eben jetzt hier, wie wir es gemacht haben. In der Truhe hier. Ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwo theoretisch oberer Bereich ist. Wenn vielleicht irgendwie hochkommt. Hier waren wir vorhin. Ja, okay. Gut. Ich danke dafür, Leute. Wir sehen uns am nächsten Part wieder. Mit der Thief. Ja, war es ein bisschen länger, wo wir da rumgerätselt haben, wie ich jetzt Daumen bekommen. Aber okay. Nächstes Mal können wir hier weitermachen. Wir sehen uns dann. Macht's gut. Bis dahin.